niemand hat Stein mehr. Okay, ich darf die erste Frage stellen. Würdest du lieber mit Tieren sprechen können oder lieber alle Sprachen der Welt beherrschen? Mit Tieren sprechen können. Ich glaube, ja. Sehr spannend. Hätte ich bei dir aber auch jetzt. Wobei es natürlich schon auch cool ist, wenn du alle Sprachen sprechen kannst. Das ist natürlich schon auch mega. Dass ich mit jedem unterhalten kann. Ja, das ist schon cool. Welches Tier würdest du am liebsten befragen? Ich glaube alles. Einfach wenn manchmal, keine Ahnung, selbst wenn so eine Giraffe da steht und irgendwie da so mampft. Gut, wahrscheinlich geht gar nichts in ihrem Kopf vor, aber es ist ja nicht schon spannend. Ja, doch, Tiere. Oder in das Gehirn von Tieren schauen zu können. Ja, in das Gehirn schauen. Wäre noch interessanter, ja. Aber was würdest du lieber machen? Ich glaube, alle Sprachen der Welt beherrschen können. Ja. Bleiben wir beim Thema. Mhm. Welche Sprache würdest du gerne sprechen können? Schwierig, ist echt schwierig. Alle. Ja, das wäre die beste Antwort. Aber wenn ich mich für eine Sprache entscheiden müsste, ich glaube, ich würde Chinesisch sogar nehmen. Mhm. Weil es so eine außergewöhnliche Sprache ist. So eine außergewöhnliche ist, genau. Und wahrscheinlich mega anspruchsvoll zu lernen. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufstehst? Den Wecker aus. Gute Antwort. Und danach? Und danach kommt drauf an, wo ich bin. Wenn ich jetzt hier im Trainingslager bin, dann schaue ich, glaube ich, schon erst auf mein Handy. Und ja, ich auch. Ja. Und dann stehe ich auf, Zähne putzen. Frühstück? Frühstücken. Wecker am Handy ausstecken, kurz Nachrichten checken genau, und dann geht's los. Ja, genau. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre das? Ich würde gerne mehr Sprachen ehrlich beherrschen. Dass man sich noch mehr austauschen kann. Mhm. Und auch gerade wenn jetzt wie hier, ich würde jetzt gerne mit Sophie Dänisch reden können oder mit Bex auch Schwedisch, das wäre richtig cool. Ja, weil immer nur Englisch ist dann auch für beide ja teilweise auch schwierig oder für beide Parteien. Das wäre mega, wenn das wäre echt cool. Ja. Und so von deiner Persönlichkeit irgendwas? Oder fußballerisch? Fußballerisch ist auch. Nee, ich bleibe jetzt mal bei mir so. Also, das passt. Nee, das klingt jetzt so. Nee, aber eigentlich bin ich so zufrieden mit mir, wie ich bin. Das ist gut. Du? Ich wäre gerne manchmal ein bisschen mutiger, glaube ich. Mutiger? Aber das kann man ja üben. Kann man üben. Was war der erste Film, den du im Kino gesehen hast? Ich glaube, das war, zumindest an das ich mich erinnere, das war das Tarzan? Und meine Mama musste aber mit mir rausgehen. Hattest du Angst? Ja, da wird doch am Ende der Vater wird doch erschossen oder so. Okay. Ich weiß nicht mehr, welche Szene das war, aber ich weiß, dass meine Mama mit mir rausgehen musste. Aber ich weiß nicht mehr, ob das der erste Film war. Weißt du es noch? Findet Nemo. Findet Nemo. Ja, mit meiner großen Schwester. Wobei, der ist ja auch ein bisschen gruselig. Wenn er da geklaut wird. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber ja, es war der erste Kinofilm. Hast du in der Schule schon mal bei einem Theaterstück mitgespielt? Mhm. Hm. Du? Ja, in der Grundschule. Echt? Wir mussten sowas, es gab eine Theater-AG, aber da würde ich mich niemals freiwillig. Ich hatte nur eine Mini-Rolle. Warst du ein Baum oder so? Nee, aber ich habe, glaube ich, nur irgendwie so einen Satz gesagt. Ja, okay. Mhm. Erzähl uns von deinem kuriosesten Traum, den du jemals gehabt hast. Du träumst viel, oder? Und du weißt auch meistens die Träume noch. Boah, es gibt viele kuriose Träume. Ich finde eigentlich fast die kuriosesten Träume, wenn du aufwachst und nicht weißt, war das jetzt echt oder... Also wenn du dann irgendwie... Mhm. Oder wenn du dich dann zurückerinnerst und überlegen musst, okay, habe ich das geträumt oder war das echt? Das kenne ich, das ist Horror. Das finde ich schon eigentlich das Kurioseste. Ja. Und ich finde es Horror, wenn man wegrennen will und nicht und kann. Man kommt nicht von der Stelle und ich... Horror, ja, Horrorvorstellung. Das stimmt. Aber hast du konkret irgendwie noch eine Situation oder so? Wo du echt nicht weißt, ob es Realität war oder nicht? Nee, manchmal habe ich dann auch, zum Beispiel jetzt hier, träume ich schon auch manchmal so vom Trainingslager. Mhm. Und dann weiß ich nicht, ob es irgendwie, ich glaube, es ging sogar um ein Gespräch, irgendeine Besprechung oder so. Und ich habe echt kurz überlegt, okay, warte mal, habe ich das geträumt oder was? Oder war die wirklich? Ja. Das ist also manchmal, das ist schon unheimlich. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich glaube, früher habe ich immer in die Freunde-Bücher geschrieben, Rumpsteak. Aha. Und ich glaube, das bleibt noch dabei, ja. Weißt du, was ich jetzt mit gesagt Kartoffeln. Hätte? Ja? Lachsnudeln. Ah, das stimmt. Ja, doch, die esse ich auch sehr gerne. Italiener halt, wenn wir bestellen, ja. Und deins? Boah. Früher habe ich immer ganz gerne gebratene Nudeln gegessen. Mit Ei? Mit meiner Mama. Mit Ei und Fleischwurst oder sowas früher. Ja, okay. So ein ganz einfaches Essen eigentlich. Ja. Nee, ich bleibe bei Rumpsteak mit Pommes oder Kartoffeln und Salat. Das ist natürlich auch lecker.
Was für eine Frage würdest du gerne mal in einem Interview hören? Vielleicht mal was anderes, außer wie hast du das Spiel empfunden so? Weil manchmal finde ich... Mehr persönlich, also mehr so... Ja, oder so, weiß nicht, vielleicht irgendwie so mal was Überraschendes. Wie man dann halt nicht so... Weil es sind halt irgendwie immer diese klassischen Fragen, weißt du? Vielleicht mal irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch mal gezielter vielleicht auf so eine Aktion oder so eingehen. Von mir ist auch was Schlechtes oder was Gutes. Ja. Also halt nicht immer dieses und... Wie hast du das... Also ich meine, klar, vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem Frauenfußball zusammen, aber jetzt sonst waren die Fragen immer und... Wie hast du das Spiel empfunden? Mhm. Und dann nichts halt so los. Weißt du? Das ist meistens der Einstieg bei so Fragen nach dem Spiel, ja. Aber ich glaube, es würde mir jetzt auch schwerfallen, in der anderen Rolle jetzt eine andere Frage zu überlegen, über das Spiel. Ja. Welches Wort benutzt du am häufigsten? Wahrscheinlich und. Der, die das. Der, die das, ja. Nee, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt so ein Wort habe, was ich ständig sage. Mhm. Nee. Du? Ich sag du auch tatsächlich. Nicht. Tatsächlich. Tatsächlich? Musst du mal drauf achten. Aber also würde ich jetzt auch nicht wissen. Nee.